Bereits seit 2 Jahren sind Eli Shukron und sein Team hier mit Ausgrabungen beschäftigt. Sie haben einen großen Kanal freigelegt, der von der Umgebung des Tempelbergs zum Siloer Teich führt. Wir befinden uns unter der Hauptstraße von Jerusalem vor 2000 Jahren, in der Zeit des Zweiten Tempels. Die Westmauer ist ganz in der Nähe. Und wir befinden uns in dem Hauptkanal, der das Regenwasser von Jerusalems Straßen vor 2000 Jahren zum Kidron-Tal und zum Toten Meer leitete. Die Archäologen gruben weiter und versuchten, den Boden des Kanals zu öffnen. Sie suchten nach Hinweisen dafür, wann der Tunnel genau gebaut wurde. Schließlich staunten sie nicht schlecht, als Beweise ganz anderer Art zutage traten. Wir fanden ein großes Wassersystem unter dem Tunnel aus der Zeit des Zweiten Tempels. Und wir wussten zuerst nichts damit anzufangen. Wir hatten keine Ahnung und waren sehr überrascht. Und dann haben wir unsere Untersuchungen ausgeweitet und begannen plötzlich zu verstehen, dass es sich um ein Wassersystem aus der Zeit des Ersten Tempels handelt. In der Zeit des Ersten Tempels sind wir so nahe dran am Tempel, den König Salomon erbaut hat. Und dann begann alles plötzlich zusammenzupassen. Die Menschen in Jerusalem nutzten damals nicht nur das Wasser aus der Gihon-Quelle, sie nutzten dieses umfangreiche Wassersystem nahe des Tempels, nahe dem Königspalast, nahe den Wohngebieten. Wir vermuten, das Wassersystem ist noch viel umfangreicher. Und das gibt uns einen Eindruck davon, wie die Menschen aus der Zeit des Ersten Tempels hier in diesem Gebiet gelebt haben. Und vor allem, wie sie gearbeitet haben. Die Sachkenntnis für solch ein großes Bauprojekt war nach Ansicht der Archäologen durchaus vorhanden. Sie benutzten dazu Hämmer aus Eisen. Sie wussten, wie sie den Fels bearbeiten und Teile davon heraushauen konnten. Ich glaube, diese Art von Gestein lässt sich gut bearbeiten. Es lässt sich hervorragend eine Oberfläche herausschlagen. Sie wussten damals schon, damit umzugehen. Wir kennen solche Wassersysteme auch aus Beit Shemesh und Beersheba. Sie hatten die Technologie, das zu tun. Die Ausgrabungen nicht weit von der Klagemauer entfernt finden unter der Leitung der israelischen Altertumsbehörde statt. Eli Shukron ist zuversichtlich, dass der neue spektakuläre Fund in absehbarer Zeit auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird.